Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die heutige erste Sitzung im neuen Jahr des Hessischen Landtages. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich will Gelegenheit nehmen, zu Beginn dieser heutigen ersten Sitzung Ihnen alle meine besten Wünsche für das neue Jahr zu übermitteln. Bleiben Sie alle gesund und munter, egal was passiert in dem Jahr. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass nur Gutes passiert. Ich hoffe sehr, dass wir produktive Zeiten für das Land Hessen hier gemeinsam erleben werden. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie zunächst bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen heute eines verstorbenen ehemaligen Kollegen gedenken. Am 17. Januar ist der ehemalige Landtagsabgeordnete und Minister des Innern, Herr Hans-Heinz Bielefeld, im Alter von 99 Jahren verstorben. Herr Bielefeld ist am 9. Dezember 1918 in Duisburg-Hamborn geboren. Nach einer Banklehre hat er die Verwaltungsprüfung abgelegt nach der Kriegsgefangenschaft, wurde im November 1945 im öffentlichen Dienst tätig. Er wurde büroleitender Beamter bei der Stadtverwaltung Bad Schwalbach, bevor er von 1960 bis 1970 Bürgermeister der Stadt Schlitz wurde. Vom 1. Dezember 1962 bis zum 30. November 1970 und vom 1. Dezember 1974 bis zum 30. November 1978 gehörte er diesem Haus als Abgeordneter an. Vom 7. Juli 1978 übte er verschiedene Ämter als Mitglied der FDP aus, auf kommunaler Ebene und auf Landesebene. Die letzten Monate gehörte er dem Hessischen Landtag als fraktionsloser Abgeordneter an. Vom 17. Dezember 1970 bis zum 19. Oktober 1976 war Hans-Heinz Bielefeld hessischer Minister des Innern. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen des Verstorbenen, dem wir ein ehrendes Angedenken bewahren wollen, so dessen Ehren Sie sich erhoben haben. Ich danke Ihnen dafür. Dankeschön. Sollten wir gerne einschalten, wer Sie sind. Sie sind schon an Sensibilität hier wie Elefanten. Gut. Werte Kolleginnen und Kollegen, der Herr Ministerpräsident hat mit Schreiben vom 4. Januar 2018 mitgeteilt, dass Herr Ingmar Jung sein Amt als Staatssekretär niedergelegt hat. Als Nachfolger hat er mit Wirkung vom 1. Januar 2018 Herrn Patrick Burkhardt zum Staatssekretär beim Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ernannt. Herr Staatssekretär, wir wünschen Ihnen alles Gute. Sie kennen das Haus von der anderen Seite. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Von dieser Seite alles Gute und viel Fortune. Die Tagesordnung vom 23. Jetzt muss ich gucken, Januar 2018 liegt Ihnen vor, mit einem Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 58 Punkten. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 54 bis 58 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde eingereicht worden. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten. Die Fraktion bei einem gemeinsamen Aufruf, was wir in einem Punkt haben, verlängert sich diese Redezeit um die Hälfte.
Die Tagesordnungspunkte 56 und 57 werden also gemeinsam aufgerufen. Das heißt, Sie haben eine Redezeit von 7,5 Minuten. Alle anderen Aktuellen Stunden haben eine Redezeit von 5 Minuten. Je Fraktion, die Aktuellen Stunden werden am Donnerstag ab 9 Uhr abgehalten. Kann die Tagesordnung so genehmigt werden? Erhebt es dagegen Widerspruch? Ja, Herr Kollege Rudolph, bitte schön. Herr Präsident, ich habe das den Kollegen Geschäftsführern schon mitgeteilt. Den Tagesordnungspunkt 13, Bericht des Landesschuldenausschusses, können wir auch ohne Aussprache abhandeln. Die Schulden sind auch ohne Aussprache vorhanden. Also, jeder hat recht. Die einen, dass sie weiterhin da sind, die anderen, dass sie weniger werden. In Ordnung. Vielen Dank. 13 also ohne Aussprache. Meine Damen und Herren, die Sitzung. Psst. Nicht jetzt schon nervös werden, aber ganze Woche Zeit. Wie im Ältestenrat vereinbart und in der Tagesordnung vorgemerkt, tagen wir heute bis 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde und dann den Top 2. Nun zu den Entschuldigungen. Aktuell sind an die PGs weitergegeben worden. Herr Ministerpräsident Bouffier, Herr Minister Grüttner und auch Frau Ministerin Puttrich sind in die Koalitionsverhandlung involviert in Berlin. Frau Ministerin Puttrich auch noch in die Vorbereitung der Bundesratssitzung. Herr Windermeyer ist in der Rundfunkkommission und der Ministerpräsidentenkonferenz. Dann haben wir noch Herrn Minister Lorz, der einen KMK-Termin wahrnehmen muss. Herr Minister Rhein, der auf eine Beerdigung gehen muss. Aber das ist alles zeitlich nur so lange, wie er dorthin gehen muss. Und der Kollege Al-Wazir und Frau Ministerin Hinz werden an der Bundesratssitzung am Freitag teilnehmen. Bzw. dann am Donnerstag schon hinfahren müssen. Das sind die jetzt aktuellen Mitteilungen. Erkrankt sind folgende Kollegen aus dem Hause. Herr Kollege Lorz ist erkrankt, Christian Heinz ist erkrankt und Frau Kollegin Ypsilanti ist erkrankt. Allen drei wünschen wir von dieser Stelle aus gute Besserung. Ich darf Sie weiterhin davon informieren, dass heute Abend um 19 Uhr der Parlamentarische Abend des Hessischen Rundfunks im Erdgeschoss des Plenargebäudes stattfindet. Frage, Kollege Grün. Ja, okay, Herr Frömmrich, bitte. Die Kollegin Dorn ist auch erkrankt. Ich möchte die auch entschuldigen. Vielen Dank, Herr Frömmrich. Ich ergänze, Frau Kollegin Dorn ist ebenso erkrankt. Auch ihr gute Besserung. Meine Damen und Herren, wir haben heute ein Geburtstagskind. Geburtstagskind in unserer Reihen. Herr Bodo Pfaff-Greifenhagen hat heute Geburtstag. Ihnen unseren herzlichen Glückwunsch und alles Gute für das kommende Lebensjahr. Jetzt kommt Ismail, komm wieder her. Meine Damen und Herren, auf der Tribüne begrüße ich ganz herzlich unseren früheren Kollegen Herrn Dr. Jürgens, den ersten Beigeordneten des NWV. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Jürgens. So,